Hast du gerade eine falsche Rechnung bekommen oder hast gerade festgestellt, dass du eine falsche Rechnung gestellt hast und bist dir jetzt nicht ganz sicher, wie du dich verhalten sollst? Dann solltest du dir dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen, denn ich betrachte das ganze Thema falsche Rechnung etwas genauer und welche Konsequenzen das eigentlich haben kann. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ja, Fehler passieren den Besten, würde ich sagen. Und es kann immer mal vorkommen, dass man eine Rechnung falsch schreibt. Das kann durchaus Konsequenzen haben, sowohl für den Rechnungsersteller, also für den, der die Rechnung verschickt, als auch für den Rechnungsempfänger. Und es kann finanziell durchaus teuer werden. Der größte Streitpunkt ist in den allermeisten Fällen immer die Umsatzsteuer. Denn die Rechnungsvorschriften, also das, was auf einer Rechnung stehen soll, steht im Umsatzsteuergesetz. Das heißt, meistens geht es irgendwie darum, wer zahlt eigentlich wie viel Umsatzsteuer. Und um vielleicht erstmal zu beantworten, was ist eigentlich eine falsche Rechnung? Ja, naja, es ist immer eine Rechnung, wo irgendetwas falsch ist von den Pflichtangaben in einer Rechnung. Dabei sind so einfache Tippfehler, Buchstabendreher und so weiter, wo der eigentliche Sinn und Zweck trotzdem ersichtlich ist, die sind steuerlich nicht wirklich relevant. Aber immer dann, wenn eine Rechnungsnummer falsch ist, ein Datum falsch ist, eine Firmierung falsch ist, die Beschreibung vom Produkt, der Steuersatz falsch ist, so diese Dinge, die sind tatsächlich steuerlich leider nicht ohne Konsequenzen und können echt teuer werden. Natürlich stellt sich jetzt erstmal die Frage, was muss denn eigentlich auf so einer Rechnung stehen? Und ich habe zu diesem Thema schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, deswegen möchte ich das hier jetzt nicht im ganzen Umfang in diesem Video behandeln. Das heißt, wenn du nicht genau weißt, was alles auf deiner Rechnung stehen sollte, dann schau unbedingt das Video an, was ich dir hier oben rechts einmal verlinke. Schau aber auch unten in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich mal ein PDF verlinkt mit einer Checkliste, was auf so einer Rechnung stehen soll. Diese Checkliste kannst du gerne verwenden, um die eingehenden Rechnungen, die du bekommst, zu prüfen und auch deine eigenen zu überprüfen, bevor sie rausgehen. Zur Vorbereitung auf dieses Video habe ich mir einfach mal einen Überblick verschafft und mir angeschaut, welche Rechnungen eigentlich unsere Mandanten so bekommen. Und da sind mir so 5 Fehler aufgefallen, die echt relativ häufig sind. Und der erste Fehler ist tatsächlich, dass der Rechnungsempfänger falsch geschrieben ist, also die Firmierung. Da musst du nämlich immer exakt die genaue Firmierung aufführen. Es macht nämlich einen Unterschied, ob du beispielsweise eine Rechnung an die Contis GmbH stellst oder eine Rechnung schreibst an die Contis Steuerberatungs GmbH. Das sind 2 unterschiedliche Firmen und es muss natürlich ganz klar sein, an wen du deine Leistung erbringst. Hast. Was ich auch relativ häufig sehe, ist tatsächlich bei Einzelunternehmen. Bei Einzelunternehmen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind, also die meisten Einzelunternehmen, die haben keinen Fantasienamen. Das heißt, die dürfen sich nicht zum Beispiel Contis nennen, sondern die heißen immer so, wie der Selbstständige tatsächlich heißt. Also wenn ich mich selbstständig mache, mich nicht im Handelsregister eintrage, ist mein Firmenname immer Melchior Neumann. Und das ist wichtig. Das muss nämlich auf der Rechnung stehen. Da kannst du denn nicht einfach Contis als Rechnungsempfänger schreiben, wenn ich mich als Einzelunternehmer selbstständig gemacht habe. Einen zweiten Fehler, den ich relativ häufig sehe, ist, dass deine Rechnung eine fortlaufende Rechnungsnummer braucht. Also sowohl die Rechnung, die du schreibst, als auch die du bekommst. Denn das Finanzamt muss nachvollziehen können, dass sie jede Rechnung gesehen haben und du nicht noch so ein paar Rechnungen so am Fiskus vorbeigeschleust hast. Fortlaufen heißt also nicht, dass du bei 1 anfangen musst und dann 2, 3, 4, 5 und so weiter machst, sondern du brauchst ein System, aus dem hervorgeht, dass du wirklich alle Rechnungen vorgelegt hast, zum Beispiel in der Betriebsprüfung. Ein dritter Fehler, den ich auch relativ häufig sehe, den du natürlich auch unbedingt vermeiden solltest, sind Berechnungsfehler in der ganzen Kalkulation der Rechnung. Das heißt, wenn du unterschiedliche Positionen hast, die sind dann irgendwie falsch addiert, teilweise ist die Steuerberechnung auch nicht ganz richtig. Du solltest immer erst den gesamten Nettopreis haben, nach Steuersätzen aufgeteilt, dann den Steuerbetrag draufrechnen und dann hast du den Bruttobetrag. Das ist ganz wichtig, dass du das so machst und nicht komisch zwischendrin so hin und her rechnest. Das muss wirklich klar nachvollziehbar sein, denn da passieren relativ häufig Fehler. Ein vierter Fehler, den ich auch relativ häufig gesehen habe, ist schlicht und ergreifend der falsche Steuersatz. Das heißt, da wird dann relativ häufig 0% abgerechnet Umsatzsteuer, dabei wären 19 richtig gewesen oder es wird 19 abgerechnet, eigentlich wäre 7 richtig gewesen und so weiter. Das ist immer super ärgerlich, weil das führt immer dazu, dass irgendwo Vorsteuer nicht gezogen werden kann und Umsatzsteuer trotzdem gezahlt werden muss. Das heißt, es entsteht eigentlich immer ein finanzieller Nachteil für eine der beteiligten Parteien. Und fünftens, auch ein Fehler, den ich relativ häufig gesehen habe, ist, dass einfach die Begründung fehlt, warum du keine Umsatzsteuer ausweist. Es ist ja in vielen Fällen auch richtig, wenn du keine Umsatzsteuer ausweist, allerdings brauchst du irgendeine Begründung auf der Rechnung. Zum Beispiel der Hinweis auf die Kleinunternehmerregelung. Vielleicht ist dein Umsatz aber auch ein Reverse-Charge-Umsatz und deswegen weist du keine Umsatzsteuer aus. Dann braucht deine Rechnung Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren. Sonst ist die Rechnung leider nicht korrekt.
Doch was machst du, wenn du jetzt feststellst, ich habe eine falsche Rechnung bekommen oder, oh shit, ich habe eine falsche Rechnung verschickt? Ganz einfach, dann korrigierst du diese Rechnung. Und du hast eigentlich auch ein Eigeninteresse, warum du das machen solltest. Erstens, als Rechnungssteller, du hast die gesetzliche Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Rechnung auszustellen. Und zweitens, als Rechnungsempfänger hast du auch ein großes Interesse, weil nur dann sichergestellt ist, dass du die Kosten tatsächlich auch in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst und du einen Vorsteuerabzug hast. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du eine Rechnung korrigieren kannst. Die erste Methode ist zugegebenermaßen meiner Meinung nach die bessere. Du erstellst einfach eine Stornorechnung. Das heißt, du stornierst einfach das Dokument, die Rechnung, die du vorher gestellt hast. Das heißt, du setzt sie quasi auf Null und stellst danach einfach eine korrekte Rechnung. Diese Stornorechnung wird umgangssprachlich auch häufig Gutschrift genannt. Um ganz genau zu sein, ist es aber keine Gutschrift, sondern eine Stornorechnung. Was du allerdings auch machen kannst, wenn du zum Beispiel eine falsche Rechnung gestellt hast, dass du eine zweite Korrekturrechnung stellst, mit der du quasi den Fehler einfach wieder ausmerzt und dann hast du die ursprüngliche falsche Rechnung plus die Korrektur. Das ist dann zusammen eine korrekte Rechnung. Das geht auch. Diese Rechnungskorrektur ist insbesondere dann sinnvoll, wenn du deine Rechnung noch nicht verschickt hast. Also das heißt, wenn die Rechnung noch in deinem System beispielsweise ist, du hast dann einen Fehler gemacht, hast auf Speichern geklickt und merkst dann, ach shit, da ist ja ein Fehler, dann kannst du die Rechnung natürlich einfach korrigieren und dann rausschicken oder du erstellst ein zweites Dokument, wo quasi die fehlenden Rechnungsangaben noch draufstehen. Denn eine Rechnung muss nicht unbedingt ein Dokument sein. Eine Rechnung darf auch aus mehreren Dokumenten bestehen. Dann ist aber wichtig, dass klar wird, dass die zusammengehören. Das heißt, das wäre grundsätzlich möglich, kann ich dir dringend aber nur empfehlen, wenn du die Rechnung noch nicht rausgeschickt hast und die noch nicht beim Kunden ist. Das heißt, auch für Eingangsrechnungen kommt das nicht wirklich in Frage. Wenn die falsche Rechnung aber schon im Umlauf sind, dann ist die ganze Korrektur ein bisschen aufwendiger. Aber wenn man systematisch vorgeht, eigentlich auch sehr, sehr klar. Dann solltest du am Ende nämlich insgesamt drei Dokumente haben. Und zwar erstens die falsche Rechnung, die korrigiert werden muss. Dann wird eine separate Storno-Rechnung erstellt, die genau die vorherige Rechnung quasi eliminiert, auf Null setzt und ausgleicht. Die sollte auch eine eigene Rechnungsnummer haben. Und drittens dann die korrekte Rechnung. Das heißt, die korrigierte, richtige Rechnung über den gesamten Betrag mit allen Angaben. Und idealerweise sollte sich natürlich die Storno-Rechnung auf die ursprüngliche falsche Rechnung beziehen und die richtige Rechnung idealerweise auch auf die Storno-Rechnung und die ursprüngliche falsche Rechnung, einfach damit das nachvollziehbar ist, dass das ein Geschäftsvorgang ist. Dann stellen wir uns einmal mal vor, wie das in der Praxis abläuft. Du bekommst eine falsche Rechnung von einem Dienstleister von dir. Du schreibst, oh, die Rechnung ist falsch, ich brauche eine korrigierte Rechnung. Und dann bekommst du einfach eine neue Rechnung, im schlimmsten Fall unter der gleichen Rechnungsnummer. Dann weiß man später nicht mehr so richtig, welche war jetzt die ursprüngliche, welche war richtig. Ganz schwierig wird es dann auch, welche muss denn eigentlich bezahlt werden. Denk immer daran, du musst deine Unterlagen für 10 Jahre aufbewahren. Das heißt, du musst in 8 Jahren noch nachvollziehen können, was da eigentlich genau gewesen ist. Und auch in die andere Richtung, wenn du zwei Rechnungen unter der gleichen Rechnungsnummer einfach ausstellst, ohne Storno-Rechnung, musst du dann vielleicht auf beide eine Steuer zahlen. Wenn das Finanzamt zwei Rechnungen sieht, dann musst du im Zweifel beides versteuern. Deswegen ist ganz wichtig, da systematisch vorzugehen. Eine falsche Rechnung hat automatisch eine Storno-Rechnung zufolge mit eigener Rechnungsnummer und einer korrekten Rechnung. Wenn du dir das Ganze jetzt anhörst, fragst du dich vielleicht, warum sollte ich das eigentlich machen? Also was steht denn eigentlich auf dem Spiel? Wie viel Bußgeld gibt es denn eigentlich für eine falsche Rechnung? Zugegebenermaßen nicht besonders viel. Das Bußgeld für ausgestellte Rechnungen liegt immer im Ermessen des Sachbearbeiters, kann so bis 5.000 Euro betragen. Aber das ist gar nicht der Punkt, um den es geht. Denn der viel schwerwiegendere Punkt sind andere Dinge. Zum Beispiel, wenn du falsch Umsatzsteuer ausweist, musst du falsch ausgewiesene Umsatzsteuer trotzdem immer ans Finanzamt abführen. Aber der Rechnungsempfänger oder wenn du Kunde bist und eine Rechnung bekommst, die falsch ist, kannst du keine Vorsteuer ziehen. Und es ist dann auch egal, was an dieser Rechnung falsch ist, du kannst aus einer falschen Rechnung keine Vorsteuer ziehen. Anderes Beispiel, du hast eine Rechnung, wo die Rechnungsnummern irgendwie springen und Lücken haben. Dann kann das Finanzamt in der Betriebsprüfung beispielsweise hingehen und sagen, wir glauben dir nicht, dass du uns alle Rechnungen vorgelegt hast, weil da sind ja große Lücken drin und wir schätzen, dass dazwischen Umsatz liegt, den du uns nicht zeigst. Also schätzen wir, wie viel Umsatz du da eigentlich gemacht hast. Und wenn sie jetzt zum Beispiel darauf kommen, dass du mit diesen vermeintlich fehlenden Rechnungen irgendwie 100.000 Euro Umsatz gemacht hast, musst du halt nachträglich auf 100.000 Euro nochmal die Steuern zahlen. Anderer Punkt, du schreibst eine Rechnung ohne Umsatzsteuer, weil du den Hinweis auf die Kleinunternehmerregelung vergisst. Ja, woher soll das Finanzamt denn, wenn sie sich die Rechnung angucken, wissen, dass du Kleinunternehmer bist, deswegen keine Umsatzsteuer ausweist? Das heißt, das Finanzamt wird im schlimmsten Fall davon ausgehen, dass das ein voll steuerpflichtiger Umsatz ist und du 19% darauf abführen musst. Das heißt, du musst ja nachträglich auf all deine Umsätze 19% abführen. Und das ist der finanzielle Schaden, der entsteht, der sehr schnell sehr, sehr hoch sein kann. Und deswegen appelliere ich an dich, nimm diesen Prozess der Rechnungskorrektur wirklich ernst. Der finanzielle Schaden, der dadurch entstehen kann, kann wirklich existenzbedrohend sein.
Ich hoffe, mit diesem Video habe ich dir nicht zu viel Angst gemacht. Ehrlicherweise, Korrektur und Kontrolle der Rechnungen ist so ein nerviges Alltagsproblem. Ist nicht besonders schwer. Ich möchte aber bitte dringend dich darauf hinweisen, das Ganze ist wirklich wichtig, denn der finanzielle Schaden, der kann halt wirklich auch existenzbedrohend sein und hat einigen Selbstständigen durchaus auch schon ihre Selbstständigkeit gekostet. Wenn du dir jetzt denkst, ich hätte eigentlich gerne einen Dienstleister, sowas wie einen Steuerberater, der auch auf meine Rechnungen und auf die Rechnung meiner Dienstleister draufschaut, ob die denn korrekt sind und damit ich da auf der sicheren Seite bin, dann solltest du dich vielleicht mal mit dem Angebot der Kontist Steuerberatung beschäftigen. Wir sind nämlich spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch unbedingt in unsere Online-Community vorbei, da kannst du auch all deine Fragen zur Rechnungskorrektur stellen. Wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video oder schau dir eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier. Das war gut.